Alle Jahre wieder kommt in Seifen das Christkind ein paar Wochen früher als andernorts. Ich bin sehr zufrieden. Wer da so zufrieden ist, hat den sogenannten Sternenmarkt vor ein paar Jahren ins Leben gerufen. In seinem Laden verkauft Tino Günther die Weihnachtsfiguren, für die Seifen in aller Welt bekannt ist. Das Geschäft brummt. Es gibt die Weihnachtszeit, vor der Weihnachtszeit die Adventszeit und vor der Adventszeit die Voradventszeit. Also ist dieser Sternenmarkt genau für diese Zeit, für die Vorfreude da. Und für dieses Jahr ist es besonders wichtig, dass wir diese Weihnachtsfreude jetzt schon verbreiten können, damit die Menschen noch diesen Scheißjahr sich auf Weihnachten freuen können. Der Weihnachtsmarkt, das ist in Seifen nicht ein Platz, sondern der ganze Ort. Die Buden schon immer mit großem Abstand zueinander. Die Besucher halten sich an die Schutzregeln. Dass Seifen zu einer Krisenregion gehört, schreckt sie nicht. Da sind wir, sagen wir mal, auch nicht so ängstlich, also Krise oder nicht Krise. Also man hält sich dran. Wir versuchen uns daran zu halten und dann ist das alles gut. Wenn man das so sieht, Sicherheit, ist okay alles? Ist alles okay. Super. Haben Sie denn, wenn Sie das sehen, das Gefühl, es kann in diesem Jahr Weihnachtsmärkte in Deutschland geben? Oder? Also wenn ich jetzt sehe, was jetzt hier so ist, würde ich sagen, warum kein Weihnachtsmarkt? Doch derzeit sieht es so aus, als würde Seifen mit seinem Markt eher die Ausnahme bilden. Zur Freude von Hotelier Ronny Weiß. Er ist bis Weihnachten an den Wochenenden ausgebucht. Er weiß, er gehört in der Krise zu den Privilegierten. Wir hatten einen sehr guten Sommer hier in der Gastronomie im Erzgebirge. Wir haben teilweise die Umsatzeinbußen aus dem Lockdown herausgeholt. Was jetzt natürlich wieder schwierig wird, das so beizubehalten. Die Handwerker haben keine Chancen, auf den Weihnachtsmärkten ihre Artikel zu verkaufen. Deshalb sagen wir, kommt doch einfach nach Seifen und kauft eure Artikel hier in Seifen. Aber das, was im Ort über die Ladentheken geht, ist wenig gegen die Massen von Artikeln, mit denen man andere Weihnachtsmärkte beliefert und von denen nun so gut wie keine Bestellungen kommen. Juliane Kröner vertritt über 100 hiesiger Hersteller und hat eine Alternatividee. Hoffen bringt nichts, man muss vorbereitet sein. Durch den Lockdown im Frühjahr haben wir uns schon sehr viel Gedanken gemacht, was im Herbst passieren könnte und sind schlussendlich auf die Idee gekommen, einen virtuellen Weihnachtsmarkt zu gestalten, der dann definitiv offen ist. Hintergrundpanorama ist Seifen. Wer öfter mal in Seifen ist, der erkennt diesen Ausschnitt auf jeden Fall. Man kann über diesen Weihnachtsmarkt richtig drüber laufen. Mein Name ist Uwe Blank. Ich bin der Inhaber in dritter Generation. Online statt Glühwein, ob das den hautnahen Verkaufskontakt ersetzt? Tino Günther ist skeptisch. Von einer Katastrophe will er dennoch nicht reden. Also meine Vorfahren haben hier den 30-jährigen Krieg überlebt. Mein Großvater ist im Zweiten Weltkrieg gefallen. Der hatte es schwer. Die Generationen vor mir, die unseren Betrieb aufgebaut haben, die hatten es schwer. Ich kann mich über sowas gar nicht beschweren. Das steht mir locker durch. Statt zu klagen, betont man in Seifen deshalb die Vorfreude auf die Zeit nach Corona und natürlich auf Weihnachten.